Ja, der Writer von LibreOffice liegt mittlerweile in der Version 5.0 vor. Ich habe jetzt hier mal die neueste Version heruntergeladen, die portable Version, die auf die digitale Schultasche passt. Einfach in den Programmordner drüber installieren und dann hat man automatisch die neueste Version. Ja, was ist jetzt hier neu? Eben hat hier zum Beispiel eine Seitenleiste mit Textabsatz, Seiteneigenschaften. Man hat hier Formatvorlagen, Clipart-Galerie und Navigationsbereich ist hier drin. Man kann es auch wieder ausblenden, ganz ausblenden. Unter Ansicht kann man hier die Seitenleiste dann entsprechend aktivieren und deaktivieren. Eine Autokorrektur ist verbessert worden. Also wenn ich hier zum Beispiel schreibe Doppel Punkt und schreibt dann entsprechend Giftstoffe. Doppelpunkt. Dann habe ich hier so einen kleinen Totenkopf, den kann ich auch etwas größer machen, dass man den sieht. Genau. So. Ja, dann fangen wir mal an mit der Kopfzeile. Lässt sich einfach aktivieren, indem man mit der Maus hier oben hinklickt. Dann habe ich hier schon mal das Feld Kopfzeile und mit dem Plus kann ich dann hier entsprechend was eingeben. Seite zum Beispiel. Jetzt brauche ich ein Feld dafür. Einfügen und Feldbereich, Seitennummer. Und dann ist die hier entsprechend drin. Wenn ich hier unten reinklicke, dann schließt sich dieser Bereich wieder. So, dann geben wir hier mal Blindtext ein, dass wir auch über mehrere Seiten kommen. Hier steht ja nur Seite 1. Das mache ich unter Bearbeiten, Autotext, Standard und hier haben wir irgendwo den Blindtext. So. Und hier kann man jetzt sehen, hier wird hochgezählt, Seite 1, 2, vergrößere das mal, Seite 2, 3 und 4. Ja, hier oben lassen sich natürlich noch weitere Dinge einfügen mit Datum, Uhrzeit, Titel, Autor, Thema, weitere Felder und das gleiche kann man natürlich auch hier unten in der Fußzeile machen. Hier muss man natürlich auch entsprechend reinklicken auf das Plus und dann kann ich das gleiche hier entsprechend auch anlegen.